Ja, herzlich willkommen im Namen von Monetative e.V. Mein Name ist Klaus Kabat, Vorsitzender von Monetative e.V. Herzlich willkommen, Herrn Günther Gschäger. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie waren lange Zeit Vorstandsvorsitzender der Sparda-Banken München EG. Und das ist die erste Bank, die nach einer eine Gemeinwohlbilanz aufgestellt hat. Es ging auch mit auf Ihre Initiative zurück. Und heute haben wir Sie deswegen eingeladen zum Thema Gemeinwohl und Corona. Was gibt es Aktuelles? Was kann es für Entwicklungen geben? Was gibt es für Auswirkungen? Und Sie haben uns ein Papier gesendet dazu. Ich möchte ein paar zentrale Punkte kurz daraus referieren. Erstens, in dem Papier wird für einen Ethos der größeren Bescheidenheit als menschliche Gattung plädiert. Ja, da wir ja auch mittlerweile einiges durcheinander gebracht haben in den natürlichen Abläufen. Zweiter Punkt, Staaten können handeln, wenn sie wollen, und zwar auch einschneidend handeln, wie man sieht. Frage ist nur, sind die Einschränkungen verhältnismäßig? Ist also der Zweck, wird er mit diesen Maßnahmen richtig verfolgt und steht das im richtigen Verhältnis? Und als letzter Punkt, dass wir eben durch diese Spezialsituation heute die Chance haben, alte Wahrheiten nochmal zu überdenken und vielleicht auch den Weg anders fortzusetzen, wie wir ihn bisher gegangen sind. Herr Gschäger, ich gebe Ihnen das Wort. Ihr Vortrag ist mit circa 20 bis 25 Minuten angekündigt und dann ist wie immer offen für Diskussion. Herr Gschäger, bitte. Ja, Herr Kabat, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich natürlich auch über die Einladung zu dieser Veranstaltung heute Abend. Jetzt immer mehr übers Internet und nicht mehr von Angesicht zu Angesicht in Natura. Aber Corona hat halt auch solche Folgen. Ja, Gemeinwohlökonomie ist mein Thema. Ich bin ja ein sehr überzeugter Anhänger dieses Modells, einer Überwindung des wirklich verheerenden Neoliberalismus. Und die Gemeinwohlökonomie ist ja eigentlich nichts Neues. Im Grunde genommen ist es weltweiter Verfassungsauftrag und ist in fast allen Verfassungen der Welt drin. Und in Deutschland haben wir es ja im Artikel 14 des Grundgesetzes, wo es eben heißt, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich der Allgemeinheit dienen. Und noch deutlicher für mich natürlich als in Bayern lebender, auch ganz wichtig in der bayerischen Verfassung, in Artikel 151 steht es ganz deutlich drin, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere die Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. Nicht nur der oberen 10%, steht da nichts drin von den oberen 10%. Ja, die Corona-Krise und das aktuelle neoliberale System. Wir haben also gesehen, die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise zeigen doch deutlich, dass in den letzten 40 Jahren das immer mehr und allgemein auf der ganzen Welt praktizierte neoliberale Modell eigentlich gescheitert ist. Also diese Vorstellung einer Welt, die von Managern effizient verwaltet wird und in der Freiheit, vor allem die Freiheit des Marktes bedeutet, wurde für viele Menschen eigentlich zum Albtraum, als er in der Praxis dann umgesetzt wurde. Und ja, die Begründer der marktradikalen Ideologie vertraten ja sogar die alternativlose Überzeugung, dass der freie Markt nicht nur für Effizienz, sondern für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen werde. Also das war meiner Meinung nach der größte Irrtum in der Geschichte aller volkswirtschaftlichen Modelle. Also ich denke, dass die neoklassische Wirtschaftswissenschaft auch endlich erkennen muss, dass die Idee eines selbstregulierenden Marktes gescheitert ist. Und eigentlich weiß man es ja auch. Wissenschaft steht nun mal nicht still. Und nur wer neue Erkenntnisse verarbeitet, ist letztlich ein echter Wissenschaftler und nicht wie sonst ein dogmatischer Pseudowissenschaftler. Und darauf freue ich mich natürlich, wenn die Ökonomielehrer hier vielleicht aus der Corona-Krise nochmals einen Schub über Wissenschaft erhalten.
Was macht die Corona-Krise mit der Gemeinwohlökonomie? Naja, es gibt da zwei Möglichkeiten. Erstens, die Corona-Krise wird dazu genutzt, um den Klimaschutz und nachhaltige Investitionen in Umweltschutz, Gemeinwohlprojekte und ökologisches Wirtschaften wieder hinten anzustellen, weil man sagt, das ist jetzt nicht Sache. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Wirtschaft wieder läuft. Das würde uns natürlich sowohl in der Klimafrage als auch in der Gemeinwohlökonomie um Jahre zurückwerfen. Und die IW-Chef Marcel Fratscher spricht in diesem Fall, dass wir um 5 bis 10 Jahre zurückgeworfen werden könnten. Und dann brauchen wir über Klima nicht mehr zu reden. Sicher ist wohl auch, dass die derzeit herrschenden Eliten in der neoliberal organisierten Weltwirtschaft, also die Profiteure, werden sich nicht ohne Widerstand ihrer Macht einschränken lassen und sich freiwillig jetzt dem Gemeinwohl verpflichten. Und unser deutscher Top-Journalist Norbert Hering hat zur Corona-Geberkonferenz mit Beteiligung von Staaten ganz klar geschrieben, ich zitiere, wenn Regierungen Steuermilliarden für Gates und das Weltwirtschaftsforum einsammeln, haben die Konzerne die Weltregierung übernommen. Naja, muss er aufpassen, dass er nicht bald als Verschwörungstheoretiker dann bezeichnet wird, wenn er solche Wahrheiten ausspricht. Es gibt natürlich, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Die zweite wäre, die Gesellschaften zwar insgesamt, also Politikerinnen und Politiker, Medienschaffende, Unternehmerinnen und Unternehmer und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, egal in welchen Positionen, erkennen in dieser Krise, dass eine auf dem neoliberalen Profitprinzip aufbauende Gesellschaft an ihre Grenzen wohl gestoßen ist. Und dann stellen sich doch automatisch die Fragen, was brauchen wir? Wie wollen wir arbeiten? Wie wird der produzierte Reichtum verteilt? Und letztlich, wie wollen wir leben? Und da glauben wir, sind wir überzeugt, nicht nur glauben wir, nein, wir sind überzeugt, dass es bereits eine Antwort gibt, nämlich das Konzept der Gemeinwohlökonomie. Und da kann ich jetzt ganz kurz auch darauf eingehen, dass es ja hier sich um nichts Neues handelt. Hier handelt es sich wirklich etwas, was für uns Menschen von elementarer Bedeutung ist. Wir müssen uns nämlich bei unserem Handeln immer fragen, egal ob als Privatperson, als Unternehmen, als Gemeinde und als Staat, dient unser Handeln den Menschen? Dient unser Handeln dem Frieden? Dient unser Handeln der Umwelt? Das sind ganz, ja, selbstverständliche Fragen und die Folgen der Corona-Krise zeigen mit Nachdruck, dass solche einfache Fragen für die gelingende Zukunft der Gesellschaft existenziell sind. Nun, welche Zukunft schätze ich nach Corona ein? Persönlich, nochmalige Stärkung der neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung oder Umsetzung der Gemeinwohlökonomik? Naja, ich persönlich denke, dass die Chancen wie folgt verteilt sind. Ich gehe von 60% Realität aus, ein erneutes Erstarken der neoliberalen Ideologie. Und mit 40% gehe ich davon aus, die Gemeinwohlökonomie gewinnt an Fahrt und wird zügig realisiert. Da ich also grundsätzlich ein unerschütterlicher Optimist bin, sonst wäre ich heute Abend nicht hier dabei, gehe ich davon aus, dass die 40% Chance gewahrt wird und dass wir diese in die Umsetzung bringen. Und darauf freue ich mich auch. Ja, und welche Einsichten ziehen wir als Gemeinwohlökonomen aus der Krise? Das ist ganz klar. Die vernetzte Weltgesellschaft ist trotz aller technologischen und wissenschaftlichen Fortschritte hochverletzlich geworden. Und dies befördert die Einsicht, dass letztlich Bescheidenheit und empathisches Wahrnehmen, wie wir Menschen auf diesem Problem verhalten, überlebensnotwendig ist. Besser ist es uns noch nie vor Augen geführt worden. Und die Empfehlungen der Gemeinwohlökonomie für eine Post-Corona-Ökonomie hat eine Arbeitsgruppe von Göwe Öhlern als Empfehlung Titel dieses Schriftstücks, dieser Arbeit, das heißt Grundkonturen einer Post-Corona-Ökonomie. Wer daran interessiert ist, da mal drin nachzublättern, den übermittle ich gern per E-Mail. Die E-Mail-Adresse von mir wird ja noch bekannt gegeben, per E-Mail dieses Papier. Und die Grundsätze
diese Empfehlungen sind ganz einfach. Es muss ein Wertewandel erfolgen. Erstens, statt Globalisierung als erstes Ziel eine Rückbesinnung auf Regionalisierung in einem vernünftigen Umfang. Wir wollen uns nicht aus der Globalisierung entfernen, das ist ja Quatsch, aber man muss überlegen, was haben wir übertrieben? Zweitens, statt unbegrenztem Wirtschaftswachstum, natürlich ökologisches Gleichgewicht. Wir haben sonst keine Chance. Wir haben keine zweite Welt. Drittens, statt Eigennutzmaximierung, eben Gemeinwohlorientierung. Viertens, statt gnadenloser Konkurrenz, wie wir es ja derzeit praktizieren, Kooperation und Solidarität. In Kooperation und Solidarität man die Grundlagen der Menschheit für die Entwicklung, nicht Konkurrenz. Und fünftens, statt Konsumorientierung, Lebendigkeit und Beziehungsreichtum. Das ist für uns der wichtige Punkt. Und als sechster Punkt steht in diesem Papier, statt Machtdurchsetzung, wie wir uns derzeit ja bewegen auf der Welt, Gerechtigkeitsprinzip. Die Empfehlungen zur Umsetzung dieser Punkte sind nur in 5 DIN A4 Seiten nachvollziehbar dargelegt. Und es lohnt sich wirklich, diese Vorschläge zu lesen. Ja, Voraussetzung für die Umsetzung der Gemeinwohlökonomie ist auch eine wichtige, zum Beispiel die Re-Regulierung des Finanz- und Bankenwesens. Deswegen bin ich ja heute gern bei dieser Veranstaltung der Monetarität dabei. Dabei weise ich als Genossenschaftsbanker und Finanzmarktinsider gern darauf hin, dass das derzeitige aktuelle Geldsystem, und zwar das weltweit herrschende Geldsystem, am besten und der Realität entsprechend durch die Forschungsergebnisse der sogenannten Modern Money Theory, abgekürzt MT, dargestellt wird. Wer sich das mal jetzt ohne großen Aufwand anschauen will, auf der Homepage der Puffendorf-Gesellschaft, die ich Ihnen gern auch dann per Mail mitteile, ist derzeit eine Serie, wo jede Woche am Freitag kostenlos und ohne Bezahlschranke eine Serie zur Erklärung unseres Geldsystems drin. Das sind immer so Lesezeit zwischen 5 und 10 Minuten. Und ich denke, wer sich das mal anschaut, der wird endlich von solchen ziemlich dummen Aussagen, wie die Welt ist überschuldet oder Grenzen der Verschuldung eines Staates und so weiter, wegkommen und dann endlich verstehen, um was es geht. Ja, eine umfassende Re-Regulierung des Bankensystems muss vor allem folgende Punkte umfassen. Sofortige Rückkehr zum Trennbankensystem, also Trennung von Geschäftsbanken und Investmentbanken. Verbot des Verkaufs von Kundenkrediten durch die Banken. Vollständige Einbeziehung der Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltungskonzerne, wie zum Beispiel BlackRock und Co. in die staatliche Finanzaufsicht. Das ist ein Unding, dass inzwischen solche Vermögensverwaltungskonzerne Billionenvermögen verwalten und dadurch ja letztendlich die Finanzen der Welt beherrschen, die Kurse beherrschen. Oder man muss sich ja wundern, dass derzeit der DAX mit seinem Auf und Ab überhaupt nichts mehr mit der Realwirtschaft zu tun hat. Also das hat nichts mehr mit der Realwirtschaft zu tun und das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen umfassende kartellrechtliche Regeln zur Begrenzung der Marktmacht von Großbanken. Da muss auch mal wieder was von Zerschlagung passieren und nicht nur immer wieder neue Fusionen. Und natürlich, aus meiner Sicht, ist eine Rechtsform als Aktiengesellschaft für eine Bank, also eine Rechtsform, die letztendlich die Gewinnmaximierung und das Shareholder-Prinzip vertreten muss, als Verwalter des öffentlichen Gutes Geld keine geeignete Rechtsform. Ja, und natürlich wäre meiner Meinung nach eine gesetzliche Verankerung in Deutschland zur Erstellung einer auditierten Gemeinwohlbilanz, wie es ja gerade Herr Kauert erzählt hat für die Sparda-Bank München, für alle Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge bewerben oder in Krisenzeiten staatliche Unterstützung fordern, wäre es meiner Meinung nach gesetzlich gefordert, dass solche Unternehmen neben der Finanzbilanz eine Gemeinwohlbilanz erstellen müssen, eine auditierte Gemeinwohlbilanz. Und dass man da Übergangszeiten machen kann, ist doch selbstverständlich, so wie wir es auch beim Ausstieg aus den Atomkraftwerken gemacht haben. Und wenn wir das geschafft haben, dann denke ich, dass wir
hinsichtlich Gemeinwohlorientierung den richtigen Weg eingeschlagen haben und dass wir daraus sehr schnell aus einer neoliberalen Wirtschaftsideologie eine gemeinwohlorientierte Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik erreichen. Selbstverständlich muss das dann, wenn es bei uns in den Gesetzen drin ist, auch in den EU-Gesetzgebung Eingang finden. Und sagen wir so, die Zeit war auch noch nie so günstig, um nach einem zweiten Scheitern des Neoliberalismus in der zweiten Krise im neuen Jahrtausend endlich die in fast allen Verfassungen der Welt, was ich schon erwähnt habe, geforderte Gemeinwohlökonomie umsetzen. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze zur Gemeinwohlbilanz sagen. Die Grundwerte sind auch wieder ganz einfach und verständlich. Da brauche ich nichts Kompliziertes. Die Grundwerte der Gemeinwohlbilanz sind dann in der sogenannten X-Achse dargestellt, nämlich Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. Und auch das ist doch selbstverständlich inzwischen, ja, der großen Mehrheit klar. Ohne Beachtung dieser Werte hat nun mal die Gesellschaft keine gute Zukunft. Und diese Werte der X-Achse in der Gemeinwohlbilanz werden verknüpft mit den Berührungsgruppen eines Unternehmens, einer Gemeinde oder Stiftung und so weiter, nämlich mit den Lieferanten, mit den Eigentümerinnen und Eigentümern, mit den Mitarbeitenden, mit den Kundinnen und Kunden und mit dem gesellschaftlichen Umfeld, also sprich der Region, Severin, zukünftige Generationen, Zivilgesellschaften, Mitmenschen und Natur. Und das Ziel der Gemeinwohlbilanz lässt sich also so darstellen. Die Gemeinwohlbilanz und die dazugehörigen Gemeinwohlberichte zeigen in 20 Themenfeldern auf, wie die Praktiken eines Unternehmens, einer Gemeinde etc. die Wertschöpfung für alle Berührungsgruppen unterstützen oder nicht unterstützen. Und in dieser Bilanz kann man dann eine Punktebewertung erreichen bis zu 1000 Punkte, wobei die Punkte mir völlig egal sind, das sage ich Ihnen als Gemeindeökonom. Für mich ist der Weg das Ziel, und wenn ein Unternehmen, eine Gemeinde damals schon Pluspunkte hat und nicht Minuspunkte, die es auch gibt, zum Beispiel für Waffenexporte oder für Kinderarbeit, dann ist sie bereits auf dem richtigen Weg. Und jedes Unternehmen, das sage ich aus meiner Erfahrung, das mit der Gemeinwohlbilanz beginnt, wird erleben, dass es zu einem Selbstläufer im Unternehmen und in der Gemeinde wird. Und schauen wir uns an, ist das alles noch Wunschdenken, ist das alles nur Blabla oder ist es schon Realität? Also wir sind 2011 gestartet mit 15 Unternehmerinnen und Unternehmern. Und wir verstehen uns als ergebnisoffene, partizipative, lokal wachsende Graswurzelbewegung, die sich immer mehr verbreitet, und zwar inzwischen weltweit. Wir sind nicht nur in Österreich, der Gründungsnation, und in Deutschland unterwegs, sondern inzwischen in ganz Europa, in Nord-, Mittel- und Südamerika und seit 2019 auch in 3 Staaten in Afrika, nämlich in Elfenbeinküste, Ghana und Kenia. Wir haben aktuell über 11.000 Unterstützerinnen und Unterstützer, mehr als 2.000 Aktive in über 100 Regionalgruppen und 30 Fördervereinen. Wir haben inzwischen über 500 bilanzierende Unternehmen und Organisationen. Knapp 60 Gemeinden und Städte in Europa beteiligen sich und knapp 200 Hochschulen beteiligen sie sich. Die Struktur ist ganz klar, wir sind als Verein, als Gründungsverein strukturiert. Wir haben inzwischen auch einen internationalen GEBI-Förderverein mit Sitz in Hamburg. Wir haben regionale Vereine in Österreich, Deutschland, Bayern und so weiter, Arbeitskreise und. Das finden Sie unter unserer Homepage. Da brauche ich Ihnen hier nicht lange das zu erzählen. Und da können Sie nachlesen, was alles inzwischen passiert ist. Ja, dass inzwischen natürlich ein paar Beispiele gibt, habe ich schon gesagt. Die Sparda-Bank München als erste Bank Deutschlands, als erste Gemeinwohlbank mit einer Gemeinwohlbilanz. Dann natürlich auch ein weltweit tätiges Unternehmen, nämlich die Outdoor-Kleidung VD. Ein Energieunternehmen genannt Polarstern, Krankenkasse, BWKK, Pro Vita und Familienunternehmen. Große Zahl. Selbstverständlich brauchen wir die Politik. Auf EU-Ebene haben wir seit 2015 ganz große Unterstützung durch den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, der 2015 einen Initiativantrag mit 86% Mehrheit eingebracht hat mit dem Ziel, das GWÖ-Modell im Rahmen der EU-Richtlinien als Grundlage für die nicht finanzielle Berichterstattung der Unternehmen
Sie wissen, bei Unternehmen ab 500 Mitarbeiter und Mitarbeiter muss das passieren, dass das in den europäischen und in den einzelstaatlichen Rechtsrahmen zu integrieren ist. Ja, und auch in Deutschland ist es nicht so, dass da wir noch keine Unterstützung haben. Im Gegenteil, in Baden-Württemberg ist im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Regierung die GWE als unterstützende Form des Wirtschaftens eingebracht. Inzwischen machen 4 städtische Unternehmen in Stuttgart eine Gemeinwohlbilanz. Dann haben wir aufgenommen in das Regierungsprogramm der schwarz-grünen Koalition in Hessen und der rot-grünen Koalition in Bremen die Gemeinwohlökonomie. Und was uns am meisten gefreut hat, voriges Jahr hat eine Gruppe von Abgeordneten des Deutschen Bundestags einen Antrag eingebracht, der Bundestag möge die Regierung auffordern, 2 Staatsunternehmen als Pilotprojekt zur Stellung einer Gemeinwohlbilanz zu beauftragen. Und immer mehr Politikerinnen aller demokratischen Parteien unterstützen die Gemeinwohlökonomie, aber sie sind immer noch in einer relativ großen Minderheit. Aber ich denke, gerade Corona wird hier ein neues Nachdenken hervorbringen. Dass auch inzwischen Gemeinden und Städte dabei sind, Bayern, oben in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen, freut uns auch. Und ich denke, auch hier werden wir einen Schub nach oben erleben, wenn die Ergebnisse der bereits bilanzierenden Gemeinden in der Presse und im Fernsehen gebracht werden. Und was uns auch besonders natürlich gefreut hat, ein bisschen überrascht hat, in Zeit Online war im August letzten Jahres eine Nachricht, dass die folgt lautete, US-Unternehmen rücken vom Prinzip der Gewinnmaximierung ab. Fairer und ethischer in einer Erklärung definieren fast 200 US-Unternehmen wie Apple, Pepsi, Walmart die Rolle von Firmen neu. Sie wollen sich von den Interessen der Anteilseigner distanzieren. Stattdessen soll der Fokus auf Investitionen in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Umweltschutz und in einen fairen und ethischen Umgang mit Zulieferern gelegt werden. Das ist aus unserer Sicht natürlich ein erster Schritt in die Gemeinwohlökonomie, wobei uns natürlich klar ist, dass das selbstverständlich auch nur ein Marketing-Gag sein kann und mit der Realität nicht in Einklang gebracht wird. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, ob sich so eine Aussage nicht plötzlich zum Selbstläufer entwickelt. Dass die Wissenschaft dabei ist, ist natürlich für uns auch ganz wichtig. Die Uni Bremen hat bereits 2018 hinsichtlich der Umsetzung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die ja die Unternehmen bis 2030 umsetzen sollen, geprüft, wie dafür die Gemeinwohlbilanz geeignet ist. Und sie hat klar und deutlich gesagt, für kleine und mittlere KMU-Unternehmen, der Ansatz der Gemeinwohlbilanz entspricht aus unserer Sicht dabei einem hohen Ambitionsniveau in der Umsetzung der SDGs. Dieses Gesamturteil hat bei der Untersuchung der Uni Bremen nur die Gemeinwohlbilanz erreicht. Und dass inzwischen auch bedeutende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich mit der Gemeinwohlökonomie beschäftigen, freut uns natürlich auch. Am meisten freut uns, dass eine der ja inzwischen berühmten Ökonominnen, nämlich Kate Raworth, Professorin an den weltberühmten Universitäten Oxford und Cambridge, eine Kooperation mit der Gemeinwohlökonomie eingeht. Sie ist ja diejenige, die sich für eine Kreislaufökonomie einsetzt. Ja, was bedeutet die Corona-Krise nun für uns? Wir GWÖler sind uns bewusst, dass die Corona-Krise tatsächlich die große Chance bietet, den zerstörerischen Neoliberalismus in Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig zu überwinden. Dazu werden die geradezu gigantischen weltweiten wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Folgen der Corona-Krise sicherlich beitragen. Lassen Sie mich nun meine Einschätzung zu der Corona-Maßnahmenpakete auch sagen, eine ganz persönliche. Zuerst die Maßnahmen der EZB. Ich bin überzeugt, dass im Gegensatz zu vielen Entscheiderinnen und Entscheidern der Politik die Verantwortlichen in der EZB unser Geldsystem verstehen. Die Maßnahmen sind deshalb zielführend. Das von der EZB geschöpfte Geld aus dem Nichts ist weder nämlich Geld der Steuerzahler, noch haften die Steuerzahler für das Geld der Zentralbank. Wer etwas anderes behauptet, versteht es halt einfach nicht. Die EZB ist Schöpferin des Geldes und kann das die Kontostände der Banken und Regierungen innerhalb der geltenden Regeln
einfach erhöhen, indem sie die entsprechenden Zahlen in einen Computer eingibt. Meine Einschätzung zur nationalen Maßnahme Deutschlands: Alle Maßnahmen, die allen gesellschaftlichen Gruppen helfen, sind richtig. Aber die direkten und nicht rückzahlbaren finanziellen Zahlungen des Staates an durch Corona in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Personen und Unternehmensgruppen sind meines Erachtens zu gering. Warum sehe ich die Maßnahmen doch eher kritisch? Also ganz einfach, der größte Umfang der Maßnahmen besteht immer noch aus Krediten und Steuerstundungen. Solche Maßnahmen bergen in hohem Maße die Gefahr eines lediglich verzögerten Konkurses von Privatpersonen und Unternehmen. Tilgungskredite, selbst wie bei manchen Programmen vorgesehen, gestreckt auf 20 Jahre, bedeutet, dass die Nachfrage nach Corona durch Sparmaßnahmen und Nichtinvestitionen der Rückzahlungspflicht massiv einbrechen werden. Mikroökonomisch kann Sparen und Verzicht auf Investitionen für einige wenige sinnvoll und richtig sein. Wenn aber eine größere Zahl in einer Volkswirtschaft und der Staat selbst so handeln, dann führt das immer zu makroökonomischen Katastrophen. Die Folgen sind nämlich Nachfrageausfälle und Unterbietungswettbewerb und behindern den notwendigen Aufschwung nach der Krise. Ergebnis ist dann immer eine lange Wirtschaftsdepression mit Millionen von Arbeitslosen, und deshalb sind für mich mehr Zuschüsse sinnvoller als mehr Kredite. Was wäre noch sinnvoll? Der Staat müsste den Bundesländern und Gemeinden die zusätzlichen Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise im vollen Umfang ersetzen. Sonst bleibt nach der Krise das Gemeinwohl in Gemeinden und Bundesländern auf der Strecke. Warum fordere ich das? Antwort: Der Staat kann im Gegensatz zu den Bundesländern und Gemeinden immer Geld im notwendigen Umfang über die Zentralbank schöpfen. Und wenn hier aktuell die Vertragsbestimmungen zum Euro noch Hürden darstellen, dann müssen sie wie bei einem fehlerhaften Gesetz einfach geändert werden. Geld ist ein intellektuelles Konstrukt und wächst nicht auf den Bäumen oder ist begrenzt bei Ausgrabungen. Geld zu steuern und dementsprechend einzusetzen verlangt intellektuelle Entscheidungen, und dazu muss die Politik da sein. Meine Einschätzung zum Corona-Krisenmanagement insgesamt: Ich persönlich gehe davon aus, dass durch die klugen Entscheidungen der EZB die Politikerinnen und Politiker begreifen, dass zur Wiederbelebung der Wirtschaft ein New Deal Staatsausgabenprogramm nach dem Muster von US-Präsident Roosevelt in der Krise der 1930er Jahre, jetzt aber natürlich als Green New Deal, also Gemeinwohl, die eine gelingende Zukunft der Gesellschaften Europas ermöglicht. Ein Sparprogramm zum Abbau von Staatsschulden nach dem Muster des damaligen Reichskanzlers Brüning, also die Brüningschen Notverordnungen, mit Kürzungen von Staatsausgaben, Kürzungen von Renten, Kürzungen von Pensionen, wäre absolut die Zerstörung der EU und würde zerstörerische politische Entwicklungen wie in den 90er, 30er Jahren in Europa befeuern. Also, unsere Zukunft sichern durch die Gemeinwohlökonomie. Das sage ich Ihnen auch ganz klar und ehrlich: Die Gemeinwohlökonomie ist weder das beste aller Wirtschaftsmodelle noch das Ende der Geschichte. Nur ein nächster möglicher Schritt in die Zukunft. Es ist ein partizipativer, entwicklungsoffener Prozess, wie ich schon gesagt habe. Durch die gemeinsame Engagements zahlreicher, ja, mutiger und mitverantwortlicher Menschen kann etwas grundlegend Neues geschaffen werden. Die Umsetzung erfordert natürlich intrinsische Motivation und Eigenverantwortung, rechtliche Anreize, wie ich genannt habe, einen ordnungspolitischen Rahmen sowie Souveränitätsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Gemeinden, Organisationen, Institutionen, und alle Mitmenschen sind herzlich zur weiteren Entwicklung dieses Modells eingeladen. Und ich freue mich natürlich, dass Sie dabei sind, weil gerade Menschen wie Sie auf diesem Gebiet, ob man es glaubt oder nicht, unheimlich viel bewegen können. Und man sieht ja, was auch die Monetative in den letzten Jahren bewegt hat. Und ich denke, dass wir da in vielen Punkten übereinstimmen, wo ich mit vielen Mitstreitern der Monetative in den letzten Jahren gesprochen habe, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind und ich als
ja, Genossenschaftsbänke, bezeugte Genossenschaftsbänke, eher ja, weniger glücklich bin über zentral Geldschöpfung, sondern ich glaube schon an den Erfolg der Subsidiarität. Das ist mein Einsatz als Gemeinwohlökonom, aber das schließt ja nicht aus, dass wir uns auf bestimmten Gebieten zusammentun und hier um das Richtige, um die richtige Idee, um die richtige, ja, um den richtigen Weg streiten, gut streiten, miteinander den richtigen Weg zu gehen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich gebe zurück an die Moderatoren und hier jetzt ist ja Klaus Kabat im Bild. Danke. Ja, ich danke Herr Gschäger für den Vortrag. Ja, somit werden wir die Diskussion eröffnen. Hier ist also einfach im Chat schreiben. Genau, hat jetzt Simon Sonnenberg gemacht. Momentan noch keine Frage. So kann ich die erste Frage stellen. Sie haben es ja angesprochen, das Problem, wenn wir jetzt diese ganzen Hilfen als Schulden ausgeben, als Kredite, und dann wieder zurückzahlen müssen, dass das dann Schwierigkeiten geben wird in Zukunft, ja. Und da ist ja unsere Vorstellung, dass man tatsächlich auch ermöglicht, mal das Geld von dem Begriff der Schulden abzukoppeln und auch schuldfreies Geld zu emittieren. Weil auch das, was die Zentralbank heute macht, die haben ja immer in ihrer Bilanz dann noch eine Verbindlichkeit stehen, ja. Pro forma sind das immer noch Schulden, ja, und das ist natürlich für die ganze Debatte nach Corona, da wird es dann immer eine starke Fraktion geben an Leuten, denen sie natürlich nicht angehören, ja, aber es gibt dann Leute, ja, die müssen ja diese ganzen Schulden wieder zurückzahlen, ja. Ich sehe die Diskussion schon kommen. Das sind genau dieselben, die die Schuldenbremse veranlasst haben, die jetzt ja ausgesetzt ist, aber dann wird es heißen, ja, jetzt müssen wir wieder sparen und ich befürchte, es wird so kommen, wenn uns es nicht gelingt, eben Geld und Schuld dann klaren Strich zu ziehen. Und das ist ja zum Beispiel, was wir ja anstreben mit Vollgeld, dass man sagt, man hat ein schuldfreies Geld, man kann Geld auch schuldfrei schöpfen, sowohl bei der Zentralbank, also bei der Zentralbank vor allem auch. Ja. Was sagen Sie dazu? Genau, Ihre Ausführungen sind also voll nachvollziehbar und auch richtig. Es besteht tatsächlich durch diese intellektuelle Konstruktion, dass Geld als Gegenbuchung dann eine Schuldbuchung darstellt. Und in Deutschland ist ja das Wort Schulden, in England gibt es ja dafür extra Begriffe für Bankschulden und für Schuld aus moralischer Sicht und so weiter. Bei uns eben nicht. Bei uns ist es eben sofort mit Moral verbunden und deswegen tun sich die Menschen schon schwer zu sagen, Moment mal, die Schulden einer Zentralbank, die diese für die Staatsfinanzierung aufwendet, sind völlig ohne Bedeutung. Und im Gegenteil, es ist ja momentan so, dass Staatsgeld, also sprich das Geld, mit dem wir Banken arbeiten, ja, also die Reserven nennen wir das, und das Bargeld, die Banknoten, im Grunde genommen nur durch Schuldbuchung bei der Zentralbank entstehen kann. Das heißt, wir als private Bürger oder als Unternehmen könnten gar kein Sparguthaben bilden, wenn nicht der Staat eine Schuldbuchung dahinter setzen würde. Das ist ja den meisten auch nicht bewusst, wenn sie verlangen, dass also die Schulden des Staates zurückgeführt werden, dass sie verlangen, dass ihr Sparguthaben weggemacht wird. Also das ist, außer man verschiebt schnell ins Ausland, wie wir es ja derzeit tun, und macht die Schuldbuchung durch das Ausland. Also es ist schon richtig, also für diejenigen, die dieses seit Jahrhunderten gewachsene System nicht durchschauen, wäre das, was Sie sagen mit der Monetative, dass man schuldfreies Geld auf die Welt bringen sollte, keine schlechte Idee. Ich frage mich bloß, ob man nicht auch letztendlich in den Schulen schon beginnen kann, den Kindern das zu erklären, so wie man es ihnen ja inzwischen auch erklärt in den Bundesbank-Lehrbüchern für die Schulen, Geld und Kredit, dass eben ein Bankkredit nicht aus dem Sparguthaben gespeist wird, sondern jedes Mal neues Bankengeld ist. Aber ich bin da völlig offen. Wenn wir deswegen ist es ja intellektuelles Konstrukt, wenn wir ein Konstrukt finden, das eben gerade für Deutschland dieses so schlecht besetzte Wort Schulden nicht mehr auszeichnet, dann bin ich voll dafür. Also ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich habe nur das eine, was dagegen, ich bin gegen Zentralismus in jeder Form, wenn es subsidiär auch gemacht werden kann. Aber wie gesagt, da kann man ja dann drüber streiten. Da kommen wir sicherlich eines Tages zusammen.
Ja, nächste Frage ist von Bastian. Ja, also ich habe folgende Frage und zwar also konkret zum Thema Geldschöpfung. Also was sagen Sie denn dazu, wenn man sich mal anschaut, also wie sich die Geldmenge vor der letzten Finanzkrise, also in vielen europäischen Staaten entwickelt hat? Da sieht man eigentlich, dass in dem System keine Bremse ist, ja, wie es aktuell ist. Der Mainstream, der ökonomische Mainstream hat es mittlerweile sogar eingesehen, wenn sie also sich beispielsweise das Buch, das meistgelesene Makroökonomiebuch von Blanchard Illing anschauen. Also Herr Blanchard ist der ehemalige Chefökonom von Internationalen Währungsfonds. Da sagen die auch, also der Zins, also mit dem ja immer gesagt wird, dass die Geldpolitik arbeitet, ist kein geeignetes Instrument, um eben also die Geldschöpfung zu kontrollieren, weil ein Zins für die gesamte Eurozone gemacht wird. Und es war so, dass der Zins, also nach so einer gängigen Taylor-Regel, für Deutschland beispielsweise die richtige Höhe hat vor der Finanzkrise, aber für die anderen Staaten eben viel zu niedrig war. Da hätte er 400 Basispunkte, also nach so einer normalen Taylor-Regel höher sein müssen. Vielleicht hätte man die Kreditschöpfung durch die Zinsanhebung also ausbremsen können, die da im massiven Umfang stattfand. Man konnte es aber nicht, weil dann hatte man die Angst, dass wenn man den Zins hochzieht, kommt Deutschland als wichtigste Volkswirtschaft der Eurozone in die Flaute. Das heißt, die Notenbanken mussten den Zins niedrig lassen und konnten die ungebremste Geld- und Kreditschöpfung in diesen Staaten wie Spanien, Irland und so nicht bremsen. Es hat dann zu einer massiven Blase geführt. Das heißt, in dem System gibt es also eigentlich keine Bremse. Und jetzt sagen die Mainstream-Ökonomen, wir brauchen also makropotentielle Regulierungsmechanismen, also sprich Beleihungsgrenzen bei Immobilien und so weiter. Ja, was auch interessant ist, wenn die sagen, wir sind Marktwirtschaftler und dann solche massiven Eingriffe in den Markt fordern. Naja, gut, aber wie gesagt, ich denke, es gibt sehr wohl ein Problem bei dieser dezentralen Geldschöpfung und ich glaube, dass sie in dem System, was wir haben, nicht im Griff ist und dass man das auch also in Zeiten vor der Krise sehen kann. Das würde ich gerne mal, was Sie dazu sagen. Ja. Entschuldigung. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich kann nachvollziehen, dass Sie das so auch sehen, aber ich kann Ihnen wiederum nur sagen, dass das Geldsystem schlechthin kein falsches System ist, sondern es ist das Wirtschaftssystem, das falsch läuft. Weil Geld folgt ja immer nur dem, was in der Wirtschaft passiert. Und wenn man letztendlich schaut, warum die Geldmenge gewachsen ist, dann ist es ganz einfach, weil die Vermögen gewachsen sind. Wir wollen ja jedes Jahr ein Wirtschaftswachstum haben und dieses Wirtschaftswachstum erfordert ein Geldwachstum. Anders geht es ja nicht. So, jetzt brauchen wir aber eben eine Geschichte, wie ist es verteilt? Wie ist es verteilt? Und dann, wenn wir hier gemeinwohlökonomisch eingreifen, dann wird sich die Geldmengenwachstum auch dementsprechend anders darstellen. Es kommt immer auf die Verteilung an. Und letztendlich dürfen wir ein zweites nicht vergessen. Wir haben noch einen großen Fehler gemacht, indem wir uns einfach die Finanzindustrie abgekoppelt haben von der realen Wirtschaft und damit hier Geldmengenwachstum erzeugen konnten, das also letztendlich wirklich nicht mehr als vernünftig und gemeinwohlorientiert darstellbar ist. Also mit Schuldenbremsen und solchen Dingen werden wir diese Dinge nicht in den Griff kriegen, weil wenn, dann werden die Schuldenbremsen dafür eingesetzt, dass die ja, 2 Drittel der Bevölkerung halt ärmer werden und das obere 1 Drittel trotzdem reicher wird. Wir brauchen einen gemeinwohlökonomischen Ansatz, dann brauchen wir über das Geldsystem, so wie es jetzt ist, unter den Bedingungen, dass wir es anders wieder regeln, wie ich es gefordert habe, nicht mehr zu reden. Also ich. Also, das ist für mich eine Frage des Wirtschaftssystems und nicht des Geldsystems und vor allem nicht der Zinsen. Also ich glaube, dass die Vermögenswert, dass nicht die Geldmenge so aufgebläht wurde, weil die Vermögen gewachsen sind, sondern dass es genau umgekehrt ist. Das kann man doch auch sehen, dass die Vermögenspreise so in die Höhe geschossen sind, weil insbesondere jetzt auch auf den Wertpapiermärkten, weil die Geldmenge so ausgedehnt wurde. Also meines Erachtens ist das ganz klar ein Fall von verkehrter Kausalität. Also wie Sie argumentieren, muss ich Ihnen sagen. Ja, Also das aber ich kann glaube Sie schon ich nach. nicht.
Ich sehe das wieder anders. Erstens müssen Sie wieder aufpassen, dass natürlich die Vermögenswerte, das sind ja nur Luftbuchungen, da steckt ja kein nicht im gleichen Umfang Geld dahinter. Das heißt, wenn ich eine Aktie kaufe für 1.000 Euro und die steigt dann, wenn ich sie habe, dann habe ich 1.000 Euro dem anderen, der sie mir verkauft hat, gezahlt. Dann steigt die bei mir auf meinem Portfolio 3.000 Euro. Deswegen ist noch lange nicht gesagt, dass deswegen die Geldmenge gestiegen ist. Natürlich nicht, sondern ich versuche dann irgendjemanden zu finden, der mir wirklich dafür 2.000 Euro bietet. Und wenn ich zufällig eine Aktie gekauft habe, die um 2/3 einbricht, ja, dann habe ich halt weniger in der Tasche, als ich vorher gehabt habe. Also bitte nicht die Vermögenswerte wie Aktienwerte oder Immobilienwerte, die am Markt sind, mit Geldwerten gleichsetzen. Das aber Immobilien werden doch im Wesentlichen durch Kredit finanziert. Also Immobilien insbesondere werden durch Kredit finanziert. Also da entsteht doch dann neues Geld. Der dann im Immobilienmarkt steht. Die einzelne Immobilie, Sie haben schon recht. Aber nochmal, auch hier geht es doch darum, ob ich es zulasse, dass ich ein begrenztes Gut wie die Welt, Erde, privatisiert, immer mehr privatisiert lasse und in die Hände weniger geraten lasse. Dann passieren solche Verwerfungen. Das hat aber wirklich mit dem Geldsystem nichts zu tun. Okay, ein bisschen hin und her, aber jetzt kommt der Eberhard Gamm als nächster Fragesteller. Ja. Danke. Ja, ich habe eine Frage zur Reform des Bankwesens. Ich bin ja ursprünglich mal als Programmierer in der Banksteuerung angefangen. Ja, und wenn man in der Banksteuerung arbeitet, hat man natürlich sofort einen ganz anderen Blick, wie eine Bank wirklich funktioniert und weiß dann auch, dass das tatsächliche Funktionieren einer Bank wenig zu tun hat mit dem, was in der Literatur so darüber geschrieben wird. Ja, der Henry Dunning McLeod hat es ja mal auf die schöne Formel gebracht, indem er gesagt hat, a bank is not an office for lending and borrowing money. It is a manufactory of credit. Da hat Henry Dunning McLeod gesagt, das ist ganz richtig. Und die Frage ist natürlich immer, und so ist jetzt auch, was die Vermögenspreise und die Corona-Maßnahmen anbelangt, die eigentliche Frage ist natürlich, wer soll denn diesen Kredit bekommen? Ja, genau. Also letztendlich geht's. Wir brauchen nicht groß darüber streiten, ob wir jetzt das Geld jetzt doch irgendwo als Schuld da gebucht haben bei einer Zentralbank oder ob man es doch nicht als Schuld auffassen will. Wir haben ein schönes Beispiel in der deutschen Geschichte bei der Einführung der D-Mark. Ja, hat man das Kopfgeld ausgegeben. In der ersten Stufe waren es 8,7 Milliarden D-Mark und da hat man mal in der Zentralbankbilanz dann auf der Aktivseite einfach mal Ausgleichsforderungen dagegen hingeschrieben. Ja, und da kann man jetzt eigentlich sagen, also wenn für das Ding keine Zinsen gezahlt werden, dann kann man das eigentlich tun oder lassen. Genau. Ja, ob ich das dann wirklich als zweispaltige Bilanz auffasse, wo ich sage, hier habe ich mein Zentralbankgeld stehen und nebendran schreibe ich halt, weil da ein Loch ist, Ausgleichsforderung hin. Ja, dann kann ich das auch lassen und kann das eigentlich zu einer Spalte zusammenfügen und kann das so machen, wie Josef Huber das ja auch mal gesagt hat, praktisch Währungsregister. Hat er das ja genannt. Na, da sagt er dann ja praktisch, wieso die zwei Spalten? Wenn in beiden Spalten die gleiche Zahl steht, können wir doch nur eine Spalte machen und dann heißt es Währungsregister und dann sind wir diese ewige Streiterei um Schulden, sind wir ja dann sofort los. Aber wobei es mir jetzt drum geht und gerade auch dieses Thema, Sie sind fürs Dezentralisierte, da bin ich eigentlich auch dafür, ja. Auch bei mir ist es so, was man dezentralisiert lösen kann, sollte man unbedingt dezentralisiert lösen, weil das natürlich auch die beste Vorbeugung ist gegen Machtkonzentration, ganz klar. Und meine konkrete Frage ist, sehr viel Gedanken zu diesem Thema hat man sich natürlich immer nach Krisenzeiten gemacht, unter anderem besonders stark nach dem Ersten Weltkrieg. Also es gibt da Johann Friedrich Schär war um 1900 ein bekannter, und von ihm stammt dieses bekannte Buch, Die Bank im Dienste des Kaufmanns. Und da schlägt er zur Reform des Bankwesens vor, das Bankwesen als große Genossenschaftsbank aufzustellen, wo praktisch auch jeder Bürger dann sein Konto drin hat. Das ist im Prinzip nichts anderes als das Zentralbankkonto für jedermann mit gleichzeitiger demokratischer Fundierung der Zentralbank. Ja, und da gibt es einen sehr guten dezentralen Vorschlag. Kennen Sie
die Preisschrift vom Robert Däumer. Nein, der heißt, leider nicht. Das Buch heißt, ich kann es mal kurz in die Kamera halten. Sind Sie mit? Das heißt, die Verstaatlichung des Kredits. Das ist von 1923. Und da geht es darum, wie für eine, damals gab es den Begriff Gemeinwohlökonomie noch nicht. Damals nannten sich diese Vereine noch, Moment, die nannten sich mutualistische Vereine. Ja, und so ein finnischer mutualistischer Verein hat diese Preisschrift herausgegeben. Wie müsste man denn das Bankensystem umbauen, um es gemeinwohlökonomiefähig zu machen, um das mal in heutiger Sprache. Und dieser Vorschlag von dem, das war ein Reichsbankdirektor, es lohnt sich sehr, das zu lesen, weil es ist detailliert aufgeschlüsselt. Wie man bei den einzelnen Bankengruppen, ja, bei den privaten Geschäftsbanken, bei den Sparkassen, bei den Genossenschaftsbanken, bei den Pfandbriefbanken etc., wie man da verfahren sollte mit ganz konkreten Einzelmaßnahmen, wie man da einen Schritt voraus vorwärts kommen könnte. Also sehr, sehr interessantes Buch. Und Ihre Frage dazu? Ob Sie es kennen? Ach so, Entschuldigung. Ja, also ich habe schon davon gehört, habe es aber noch nicht gelesen. Und eins muss ich natürlich auch gleich wieder sagen. Natürlich, wenn die Zentralbank als Genossenschaftsbank aufgestellt wäre, da hätten Sie mich an Ihrer Seite. Obwohl ich auch da, ich habe da selbst bei Genossenschaftsunternehmen, wenn sie eine gewisse Größe überschreiten, man sieht es in der Schweiz und so weiter, wird diese Teilhabe der Mitglieder schon eigentlich relativ nicht mehr konkret. Also ich bin fast auch ein Gegner von zu großen Genossenschaften. Es gibt ja eine Genossenschaft, bis der Name fällt mir jetzt nicht ein, der also auch Vermögensverwaltung macht, der ist gleich nach BlackRock die zweitgrößte, wie heißt der? Wo ist der Name? Also, State Street. Bitte? Vanguard, State Street. Ja. State Street ist es. Nee, Vanguard ist es, eine Genossenschaft. Vanguard ist eine Genossenschaft. Und die ist natürlich genauso als Genossenschaft dann Einflussmacher auf die Finanzmärkte. Auch die können durch entsprechende Maßnahmen die gesamte Finanzwirtschaft durcheinander bringen. Also Größe an sich ist etwas, was ich mit Gemeinwohlökonomie nicht so gern habe. Und aber ansonsten natürlich, das beste Modell für eine Gemeinwohlökonomie ist die Genossenschaft und damit wäre es zumindest ein erster Schritt, um von Machtkonzentration wegzukommen. Ich denke, Sie haben mal ein Papier von mir dazu bekommen über die Frau Miedl. Ja. Anfang dieses Jahres. Das ist so ein PowerPoint der heißt Geldunordnung, ist da der Titel. Ja, ja. Und da habe ich das auf den letzten Seiten mal skizziert, wie ich mir das vorstelle, dass sozusagen natürlich die zentralisierende Funktion da nur eine koordinierende Rolle darf und selbstverständlich die Einzelentscheidungen auf den untergeordneten Ebenen zu fällen sind. Selbstverständlich. Dann passt es. Ja, dann sind wir uns einig. Dann sind wir auf dem gleichen Weg. Danke. Alles klar. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Hans Schaap. Kurz Moment, Hans, dein Audio ist noch nicht an. Moment, jetzt? Bin ich jetzt? Hallo, lieber Hans, ich grüße dich. Ja, grüße dich auch. Wie geht's dir? Geht's gut. Super. Was hast du für Frage, Hans? Ja, ob in diesem Modell der Gemeinwohlökonomie auch über die Zentralbank ein Grundeinkommen quasi emittiert wird oder emittiert werden soll. Mhm. Das heißt, wie die Verteilung des von der Zentralbank geschöpften Geldes erfolgen soll, weil wir im Moment ja eine Politik haben, die durch insbesondere Ankauf von Unternehmensanleihen, ich nenne mal ein besonders krasses Beispiel, Fusion von Monsanto mit Bayer, Dinge finanziert, wo einem schlicht und ergreifend die Haare ausfallen, und das als schlechtes Beispiel mal jetzt vorangestellt, wie soll denn das in deinem Konzept oder in deinem Modell, ich sage jetzt mal, anders gemacht werden, Nun, Hans, das ist wirklich auch eine interessante Frage, wo auch gleich wieder
Bedeutung gewinnt hinsichtlich Machtmissbrauch. Wie du schon richtig gesagt hast, da werden dann plötzlich Dinge finanziert, die alles andere als gemeinwohlorientiert sind. So, bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, das ich persönlich nur im Zusammenhang mit einer staatlichen Jobgarantie machen würde, weil ich ganz einfach der Meinung bin, dass alle von uns, wenn er nicht krank ist oder nicht in der Lage ist, für die Gesellschaft etwas tun. Wir sind eine Gesellschaft, wo einer auf andere angewiesen ist. Haben wir jetzt zum Beispiel in bestimmten Fällen, wenn es wirklich ernst geworden ist, in der Corona-Krise gemerkt. Deswegen bin ich ein absoluter Gegner, zu sagen, ja, es hat auch keiner eine Verantwortung. Irgendwie, wir haben so viel Arbeit in unserem Staat, so viel Arbeit, dass der Staat eine Jobgarantie geben könnte mit einem Mindesteinkommen und jeden, der dann nicht kann oder mal aussetzen will, aus welchen Gründen auch immer, der soll sein Grundeinkommen behalten. Da bin ich voll dafür, bedingungslos. Aber immer verbunden, weil sonst habe ich die Angst, oder Angst ist falsch, Bedenken, dass es wieder genützt wird, um zum Beispiel Sozialabbau durch Unternehmen zu betreiben, weil sie sagen, Moment, wir haben jetzt dann das bedingungslose Grundeinkommen, da brauchen wir alles andere nicht mehr. Wir sind freigestellt von jeden Sozialabgaben. Das ist alles Sache von der Gemeinschaft. Und deswegen habe ich da meine Bedenken. In Österreich gibt es ja ganz gute Sache dazu, dass dieses Modell, was die Österreicher da inzwischen entwickelt haben, das gefällt mir ganz gut. Aber, wie gesagt, immer verbunden. Ich bin dafür, dass natürlich trotz alledem immer durch Steuern gesteuert werden muss. Das heißt, es kann ruhig sein, dass man sagt, dass wir Vermögenssteuer haben. Ich war ja einer der Initiatoren bei der Wahl 2014, war es, glaube ich, Vermögende für Vermögensabgabe, wo wir ganz klar dafür plädiert haben, eine wirklich spürbare Vermögenssteuer wieder einzuführen. Und dann kann ich sagen, die Staatsausgaben werden so und so viel Prozent wieder durch Steuerrückführungen im Buch ausgeglichen, obwohl es ja nicht stimmt. Und ansonsten bestimmt natürlich der Staat, was er mit seinem Geld in der Gesellschaft tun will. So würde ich das anpacken. Mhm. Ja, also, danke. Verstehst du mich? Also durch Steuern hinsichtlich der Verteilung von Vermögen absolut in Ordnung. Oder noch einmal, der Staat entscheidet, wo er eingreifen will, ob er mit dem Zentralbankgeld direkt das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren will oder anders, ist mir völlig egal. Ja? Ich will nur, dass gesteuert wird, dass keine Vermögenskonzentration passiert, die nicht mehr nachvollziehbar ist, die im Grunde genommen völlig, völlig unverständlich ist, dass ein Mensch 126, 130 Milliarden Dollar besitzt, die andere erarbeitet und bezahlt haben. Ja, das ist absolut unmöglich. Nee, also ich habe da auch keine Differenzen, was das angeht. Ich habe noch kürzlich mal die Idee in den Raum geworfen, dass also man zur Grundlage der, ich sage jetzt mal, Geldverteilung die Haushaltspläne macht von Kommunen, von Ländern, vom Bund, ja, weil das ja, ich sage jetzt mal, mindestens mittelbar demokratisch auch dann legitimiert ist, ja, und auch das Subsidiaritätsprinzip dabei zur Geltung kommt, ja. Ja. Also das war so eine Idee, wie man also Zentralbankgeld dann verteilen kann, ja. Insbesondere also zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen, Also zumindest für die Pflichtaufgaben, Hans, die diese Gemeinden und so weiter zu erfüllen haben. Ja. Ganz genau. Meinung, das gehört durch Zentralbankgeld gedeckt. Und nur die Sollaufgaben, also die Gemeinde dann noch zusätzlich erweitert, Bad und, die können durch Bürgerbesteuerungen in der Gemeinde abgedeckt werden. Aber ansonsten, die Pflichtaufgaben ist Sache des Gesamtstaates. Naja, okay. Das sehe ich auch so. Ja, danke. Gerne, Hans. Lass dir es gut gehen weiterhin. Naja, ich muss noch ein bisschen kämpfen mit meinen Gegnern. Ja. Die haben mich ja schon einigermaßen niedergemacht. Ja. Okay. Aber es wird sich alles zum Besten wenden. Ja. Das wird man noch sehen jetzt. Wünsche ich dir, Hans. Alles klar. Ja, danke. Okay, die nächste Frage ist dann Klaus von dir. Genau, ja. Also ich wollte nochmal auf den Punkt der dezentralen Geldschöpfung eingehen. Das klingt im ersten Moment ganz sympathisch. Ja, ich glaube auch, dass wir dezentrale Kreditvergabe brauchen. Ja. Mhm. Und am liebsten doch Genossenschaftsbanken. Aber bei der dezentralen Geldschöpfung, da ist halt wirklich das Problem,
dass wir dann unser das ist ja faktisch heute so, das gesamte Giralgeld wird von den Banken geschöpft und damit funktioniert der Zahlungsverkehr, ja. Und die Sparda Bank ist bisher meines Wissens die erste Bank, die eine Gemeinwohlbilanz also sehen Sie, und schon eine ganze Weile, ja, also eine einzige Bank. Ja. Das Problem ist, und das haben Sie vorhin auch angedeutet, man sollte eigentlich Hilfen, die man vom Staat wegen leistet, in der Corona-Krise, das ist, finde ich, da stimme ich vollkommen mit Ihnen überein, dass man die an Gemeinwohlkriterien knüpfen sollte, nicht einfach ausschütten, sondern sagen, okay, du kriegst eins, wenn du dich ums Gemeinwohl kümmerst. Ja? Bei den Banken ist eben das Problem, und das war in der letzten Finanzkrise so, man musste die Banken retten, auch wenn sie Quatsch gemacht hat, sonst wäre unser gesamtes Zahlungssystem. Der Ton ist weg, jetzt ist er wieder, sonst wäre unser gesamtes Zahlungssystem zusammengebrochen, und da mögen manche Banken dezentral nach Gemeinwohlkriterien Geld schöpfen, ja, weil wenn die meisten anderen das nicht machen, ja, dann muss ich die nicht nach Gemeinwohlkriterien orientierten Banken muss ich retten, um damit nicht das gesamte Zahlungssystem zusammenbricht, so war es in der letzten Finanzkrise. Und deswegen bin ich eben zwar für lokale Kreditvergabe, aber die dezentrale Geldschöpfung, also die ganzen Banken zu vielen kleinen Geldschöpfenden quasi Zentralbanken zu machen, das halte ich für zu gefährlich, weil wir dann eben keinen unabhängigen Zahlungskreislauf haben. Was sagen Sie dazu, zu diesem Argument? Ja, das gefällt mir sehr, die Frage, weil das natürlich eine Grundauffassung von mir betrifft. Das Erste ist, dass ich das natürlich auch jetzt wieder höre, die Banken. Und das stimmt natürlich nicht. Es war natürlich die Großbanken, die Aktiengesellschaften, die gerettet werden mussten, aber nicht die örtlichen Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Die wurden seit 100 Jahren nicht mehr gerettet. Wenn sie noch was zu retten hatten, dann waren die auch in Aktiengesellschaften und Global Player mutierten Landesbanken. Aber nicht die Ortssparkassen und nicht die Dings. Und deswegen bin ich da ein großer Gegner, von den Banken zu sprechen, weil das natürlich immer sofort auch uns, ich habe mir ja eine Zeit lang gar nicht mehr als Banker outen dürfen, sonst wäre ich sofort am Biertisch angegriffen worden, was wir Banken alles schlecht machen. Dabei machen wir seit 100 Jahren als Genossenschaftsbank ein tolles, ja, eine tolle Geldschöpfung, eine tolle Kreditschöpfung und eine tolle Unterstützung der örtlichen Industrie und der privaten Haushalte. Also ich würde dann den Weg, den ich vorschlage, nämlich das Verbot der Banken als Aktiengesellschaft mit einem Gemeinwohlauftrag in der Satzung, wie zum Beispiel die österreichischen Sparkassen drin haben. Die haben den Gemeinwohlauftrag in ihren Satzungen. Also da wäre ich dafür, aber ich kann natürlich verstehen, dass man aufgrund dieser Krisen, dieser Großbanken sagt, was, das kann ja wohl nicht sein, dass wir mit Steuergeldern, obwohl das wieder nicht stimmt, das sind natürlich Zentralbankgelder, da muss niemand zurückzahlen oder sonst was, das sind mit Zentralbankgeldern gerettet worden. Von daher ist für mich das schon trotzdem für die Bevölkerung wieder nachteilig gewesen, weil aufgrund der 60% Verschuldungsgrenze und der Schwarz-Null natürlich dafür Sozialausgaben eingespart worden sind und nicht Renovierungen der Infrastruktur genommen worden sind. 1000 Eisenbahnbrücken werden bis 2030 einsturzgefährdet sein. Was glauben Sie, was das kostet? Allein das 30 Milliarden. Also von daher bin ich schon dafür, dass man das neu definiert, aber bitte auf keinen Fall nicht mehr bitte sagen die Banken, sonst die Bankenkonzerne, dann stimmt's. Das meinetwegen noch dazu, plus die Landesbanken. Aber die wurden ja auch zu Global Playern und wurden ja dadurch auch kaputt gemacht. Ja, das stimmt, aber wenn die Banken selber Geldschöpfer sind, dann können genau die Global Player, die Konzerne, die ethisch verantwortbaren Banken ins Schlamassel mit reinziehen. Das ist ja das Problem. Und deswegen bin ich da eher skeptisch, wenn man da diese dezentrale Geldschöpfung hat. Aber gut. Ja. Noch einen Nachsatz von mir, der mir ganz wichtig ist. Ich bitte um Vorsicht zu glauben, dass es tatsächlich für eine gelingende Wirtschaft ein Gutgeld gibt. Nein, das Geld ist immer nur etwas, was dazu benutzt wird, um schlechte Geschäfte zu machen, um Macht anzufüllen. Aber letztendlich basiert das Ganze auf der Regel der Wirtschaft. Und solange wir die neoliberale Wirtschaftsordnung haben, solange können wir Gelder schaffen, wie wir wollen. Es wird nichts nutzen. Selbst wenn wir dann weniger Geld ausgeben oder uns Banken verbietet, selbst Geld zu schöpfen, wird das Geld dorthin fließen, wo die Macht ist, wenn wir diese Regeln nicht ändern.
Also man muss die Geschichte angehen. Egal, ob es Goldgeld gab, egal, ob es Tauschhandel gab, es war immer dasselbe. Sobald wir zulassen, dass zu viel Macht in den Händen weniger entsteht und jeder von uns ist offensichtlich so gepolt, dass er ziemlich oben stehen will, dann wird die Gesellschaft, egal welches Geld da ist, nicht gut funktionieren. Das ist meine Bitte, dass man das immer wieder mit sich im Reinen ist, dass Geld allein als Gutgeld keine Möglichkeit ist, um die Gesellschaft gut zu steuern. Ich hätte als nächstes selber noch eine Frage, die mich schon ein bisschen länger beschäftigt. Auch wenn ich ein paar Bekannte im Freundeskreis habe, die auch in Banken arbeiten, in Sparkassen, mal in der Commerzbank. Wie das aus Ihrer Erfahrung so ist, gerade vielleicht auf den, ich sag mal, weit niedrigeren Ebenen, bei Bankangestellten, Kreditsachbearbeitenden etc. Ist da ein jetzt waren Sie natürlich in der Genossenschaftsbank bei der Sparda-Bank, aber ist da ein Bewusstsein da für Verteilungsfragen und für die Gestaltungsmacht, die mit der Kreditvergabe einhergeht? Und erstens ist da Bewusstsein da und zweitens, fließt das überhaupt in die Entscheidungen ein? Kann es überhaupt aktuell in die Entscheidungen einfließen? Bei Ihnen vielleicht noch in der Sparda-Bank gegebenenfalls ja, aber haben Sie da auch Erfahrungen vielleicht von anderen Banken im Austausch mit anderen Kollegen etc.? Das würde mich extrem interessieren, wie das da eben in der Mitarbeiterebene abläuft. Ist da ein Bewusstsein da? Weil wir kannten von mir häufig nämlich gar nicht. Okay, also das Bewusstsein ist sicherlich noch nicht sehr ausgeprägt, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ganz einfach die Strukturen auch in Banken mit der fachlichen Zuständigkeit für bestimmte Fachbereiche schon sehr, sehr eng ist. Das heißt, du kümmerst dich als Angestellter um den Bereich, den du hast und versuchst dort im Interesse der Bank und damit der Eigentümer, sprich bei Genossenschaften der Genossenschaftsmitglieder, sprich bei der Sparkasse der Gemeinden und Landkreise, das beste Ergebnis herauszuholen. So, wobei bei beiden, sowohl bei der Sparkasse als auch bei uns Genossenschaftsbank, der Shareholder Value nicht Verpflichtung da ist. Also wir sind keine Gewinnmaximierungsverpflichtung eingegangen, weder in der Satzung der Sparkasse noch im Genossenschaftsgesetz. Im Genossenschaftsgesetz heißt es in Paragraph 1, im Grunde genommen die Wirtschaft der Mitglieder zu fördern. Und zwar langfristig. Und das kannst du nicht mit Quartalszahlenfetischismus, sondern langfristig heißt, dass du immer um Jahre vorausdenken musst, ob das richtig passt. In diesem Sinne achten natürlich die Kreditgenehmiger schon darauf. Die schauen es immer über Jahre hinaus. Sie schauen nicht auf den kurzfristigen Gewinn, aber letztendlich bei großen Konzernen ist es wieder so, dass dann schon letztendlich auch da das kurzfristige Geschäft mit im Vordergrund steht. Und deswegen sollte auch hier meiner Meinung nach die Verpflichtung entstehen, dass alle Banken eine Gemeinwohlbilanz erstellen müssen. Natürlich gibt es auch nochmal Ausnahmen, wie die erst vor einigen Jahrzehnten gegründete GLS-Bank, die natürlich von Anfang an ihre gesamte Kreditvergabe und ihre Eigenanlagen nach diesem Prinzip ausgerichtet hat, der Gemeinwohlorientierung. Das können die alten Banken, die seit Hunderten von Jahren bestehen, oder seit 100 Jahren bestehen, die einen Mitgliederbestand oder Kundenbestand haben, der natürlich zu über 50% auch aus neoliberal denkenden Mitgliedern besteht, nicht von heute auf morgen umstellen. Also da würde jede dieser Banken in den Konkurs gehen. Sie müssen das peu à peu, wie auch wir. Wir haben keine 1000 Punkte. Wir haben angefangen mit 300 Punkten. Jetzt sind wir bei 604 Punkten. Das ist ein Prozess. Wir haben inzwischen natürlich unsere Eigenanlagen, alle entsprechend der Vorgaben der UN und veröffentlicht, völlig Transparenz. Und das muss der Weg sein. Und von heute auf morgen werden wir das nicht schaffen. Ich bin überzeugt, dass es viele, ganz viele überzeugte, gemeinwohlorientierte Banker gibt, gerade auch die Angestellten, aber dass sie oftmals durch die Regelungen des Gesetzgebers und durch die Regelungen ihrer Satzung an einen vollständig gemeinwohlorientierten noch nicht die Möglichkeit haben. Aber seit der Finanzkrise, ich glaube vor der Finanzkrise hat sich da niemand Gedanken, nicht niemand, wieder falsch, haben sich viele auch von uns Bankern keine Gedanken gemacht über diese Probleme. Aber seit der Finanzkrise habe ich in allen den Gesprächen, wo ich dabei bin, wo jeder gesagt hat, nee, du, sowas darf nicht mehr passieren. Also da haben wir wirklich nicht aufgepasst. Da, glaube ich, ist der Bewusstseinswandel eingetreten. Und das sieht man ja, dass selbst bei Ihnen ja auch inzwischen so viel mitarbeiten, die vielleicht vor 10 Jahren gesagt hätten, wenn sie Monetative gesagt hätten, was ist denn das? Also da macht sich ein Bewusstseinswandel bereit.
Das ist schön zu hören. Wir haben jetzt noch 4 Wortmeldungen. Ich würde allerdings alle 4 bitten, auch im Hinblick auf die Zeit, sich kurz zu halten. Ganz kurz. Ich versuche mich auch kurz zu halten. Ja. wenn es anregend ist, dann schaffen, dann haben wir, können wir gerne überziehen. Das ist gar kein Problem. Trotzdem an alle 4. Danach ist dann auch Schluss. Die Bitte, sich kurz zu halten. Als nächstes haben wir Martin Menner. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich bin promovierter Volkswirt und war als Professor in Spanien tätig, bis zum Krieg dort. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam und dann im Bankensektor über eine Anstellung suchte, dann wurde ich immer abgelehnt mit der Sache, dass ich habe keine Banklehre. Oh. Also von daher ist das wahrscheinlich auch ein gewisser Filter, den man da haben will. Man muss erstmal ein bisschen durch, das ist so mein Eindruck, so eine gewisse Stromlinienform ist erstmal notwendig, um überhaupt dort arbeiten zu können. Und dann stellt sich mir die Frage auch dann mit dem, ich fand es sehr gut, was Sie vorher gesagt haben, in den Schulen, dass man sich dann mehr über die Geldschöpfung und diese Sachen beschäftigt. Aber ich denke, solange einfach die Macht der Etablierten auch so da ist, wird sich da nicht viel ändern. Also das ist ja gerade so ein bisschen ein Kernthema und da lässt man die Schulen nicht so gerne dran. Gut, jetzt hatte ich eine Frage zur dezentralen Geldschöpfung, auch in Verbindung mit dem, was der Hans gesagt hat, dass man dann praktisch die Haushalte der Gemeinden oder der da zugrunde legt. Dann habe ich zunächst einmal das Gefühl, ja, dann würde ja jeder eigentlich gerne noch mehr seinen Haushalt ausweiten, weil er kriegt ja das Geld ja nachher hinterher. Das wird ja sehr inflationär. Und auch bei der anderen dezentralen Geldschöpfung, wie wir sie ja jetzt schon kennen, haben wir auch das Problem, dass es inflationär ist, wenn nicht mit dem Zins reingegrätscht wird. Und das war dann nochmal kurz auf die allererste Frage mit dem Zins und dass es halt nicht ausreicht, in Europa einen richtigen Zins zu haben, weil wir haben ja verschiedene Länder. Da ist ja die Sache so, dass die Geldschöpfung ja auch unterschiedlich ist in den unterschiedlichen Ländern durch die Privatbanken. Beim gleichen Zins wird in Deutschland sehr wenig geschöpft und in Spanien sehr viel. Und das ist ja nur möglich, das irgendwie zu vereinheitlichen, die Geldschöpfung und die Inflationsrate und zum Beispiel Mindestreservesätze sowas ändert. Anpasst an die jeweilige Region oder Kreditbeschränkungen dann verändert, je nach Land. Das heißt, man braucht da mindestens ein zusätzliches Instrument. Und von daher ist es mir ein bisschen suspekt, dass mit der zentralen Geldschöpfung. Ne? Wir gehen ein bisschen zurück auf das, was wir vielleicht in der Zeit vor den Zentralbanken hatten, dass dann jede Bank ihre eigene Währung damals dann ausgegeben hat. Das wäre in dem Sinne ja auch wieder so ein Stück weit so. Und wenn man das nicht haben will und eine einheitliche Währung hat, dann kriegen wir das Problem, was wir jetzt gerade haben mit unserem fraktionellen Bankensystem. Gut, ganz kurz. Erstens einmal, dass Sie nicht Banker geworden sind, weil Sie nicht die Banken, es liegt nicht an den Banken und an irgendwelchen Verschwörungen, sondern es liegt ganz daran, dass die Gesetzgebung das verlangt. Egal, welches Studium jemand hat, wenn Sie Bankvorstand werden wollen, müssen Sie diese Bankenakademie durchführen. Ja, wenn ich einen Bankenverband will, muss ich als Referent brauche ich ja keine Banklehre, wenn nein, ich Geldtheorie promoviert habe. Aber sobald Sie, ich habe auch Kollegen gehabt, die mit mir dann an der Akademie Deutscher Genossenschaften sozusagen die Diplomierung als Bankbetriebswirt gemacht haben, die waren auch promoviert. Es nützte nichts, sie konnten nicht Vorstand werden, wenn sie nicht. Ja, ich wollte ja nicht Vorstand werden. Ja. Aber als Volkswirt wird man natürlich schon die Karriere weiter nach oben wollen. Das nächste natürlich, ich denke auch, das ist ein Irrtum, dass diese Vereinheitlichung des Zinses in Europa falsch war. Das ist ein Irrtum. Die Vereinheitlichung des Zinses in Europa war notwendig, um den Euro überhaupt in Gang zu bringen. Und wenn man überhaupt hätte was machen wollen, dann hätte man ganz genau darauf achten, die vereinbarte Inflationsrate von 1,9% in allen Euro-Ländern dementsprechend berücksichtigt worden wäre und durchgesetzt worden wäre, ansonsten mit Strafzahlungen anders gemacht werden. Die einheitliche Inflationsrate
wäre das Wichtige gewesen und nicht irgendwelche unterschiedliche Zinsen. Und Sie sehen ja, dass in den USA mit 50 Staaten natürlich das genauso mit einer Zentralbank funktioniert und mit den gleichen Zinsen in etwa. Warum soll das in Europa nicht funktionieren? Entscheidend war, dass in Europa Deutschland die vereinbarte Inflationsrate nicht erfüllt hat, drunter geblieben ist und andere Länder drüber gegangen sind. Und dadurch kam es zu den Verwerfungen. Also, ja, dann müssen automatisch drüber gehen, damit der Durchschnitt da ist. Ja, ja, und das war falsch, einen Durchschnitt zu machen. Völlig falsch, weil wenn Sie eine Hand auf eine heiße Herdplatte legen und das andere ins Eiswasser, haben Sie einen tollen Durchschnitt, Sie haben trotzdem beide Hände kaputt. Okay. Alles Gute für Sie weiterhin. Okay. So, nächste Frage, beziehungsweise sagen, Bastian, wenn ein Kommentar, dann auch bitte kurz halten. Also ich fasse mich kurz, ich wollte nur noch mal sagen, mit kleinen und großen Banken, also ich glaube, Kleine können großen Mist machen. Also wenn man mal beispielsweise an die Savings and Loan Krise in den 80ern in der USA, in die USA denkt, das waren auch Sparkassen, also sogenannte Savings and Loan Associations, also zwar aufgrund der Regulation Q vielleicht falsch reguliert, aber das waren, wie gesagt, kleine Sparkassen, und die haben dann völlig wild also angefangen zu spekulieren. Und also das ist meines Erachtens ein Beispiel dafür, dass auch kleine Banken große Probleme machen können. Und soweit ich weiß, war es auch in der Finanzkrise so, dass in Spanien auch Sparkassen, also auch kleinere Banken, also in der letzten Finanzkrise, auch große Probleme also erzeugt haben. Also so einfach mit groß und klein, glaube ich, ist es dann doch nicht. Ja, danke für den Hinweis. Aber eins muss man auch ganz klar sagen. Auch da würden Sie nicht durch eine zentrale Geldschöpfung dann Weiterverleitung an die Kleinen zur Vergabe dieses Problem beseitigen. Und es kommt immer, immer auf die Regulation an, und die muss passen. Ansonsten ist es ganz klar, gibt es immer und überall, egal in welchem Geschäft, wenn die Regulation nicht stimmt, eben über die Stränge hauen und Krisen hervorrufen und andere nicht. Bloß wenn es Große machen, dann ist halt das Risiko einer großen Krise viel schneller da, und in Deutschland war es so. In Spanien bei dem Immobilienhype, der auch geführt wird, oder in den amerikanischen Dingen, war es ja auch vom Staat aus gewünscht, dass das so passiert. Das Problem ist, muss ich ganz kurz hier noch rein, Problem ist halt, wenn dann die schlecht wirtschaftenden Banken gerettet werden müssen, weil sonst der Zahlungsverkehr zusammenbricht. Das ist das Problem. Und deswegen braucht man einen bankenunabhängigen Zahlungsverkehr. Aber nur als kleiner Einwurf, da kann man lange drüber diskutieren. So, Michael. Ja, ich möchte keine Frage stellen. Ich würde ganz gerne eine Richtigstellung machen, womit ich auch kein neues Thema eröffnen will, und zumindest nicht jetzt, sondern vielleicht einfach den Anstoß gebe, dieses Thema vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mal ganz konkret aufzugreifen. Ich möchte Herrn Schäger insofern widersprechen, er sprach vorhin vom bedingungslosen Grundeinkommen. Und das verbietet einfach, dass das gekoppelt würde an eine Jobgarantie des Staates. Mal abgesehen davon, dass ich nicht daran glaube, dass der Staat überhaupt Jobs garantieren könnte. Der Staat verfügt nicht über Jobs. Die Jobs kommen, wenn überhaupt, von der, in meinen Augen aus der Wirtschaft. Und der Staat ist an der Stelle für meine Begriffe gar nicht in der Lage, das in irgendeiner Form vorzubereiten. Aber wir brauchen gar nicht so ängstlich zu sein. Wir sollten einfach an uns und unseren Mitmenschen denken. Wir werden genügend für die Gesellschaft tun und haben von daher gar keine Notwendigkeit, dass das gegebenenfalls abgefedert oder abgesichert würde durch eine Jobgarantie. Mal abgesehen davon, so begeistert wie Sie ein GWÖler sind, Herr Schäger, bin ich ein begeisterter Befürworter des Grundeinkommens. Und ich kann nur sagen, Grundeinkommen und GWÖ könnten ein Traumpaar sein. Das kann man aber zu einem späteren Zeitpunkt mal ausführlicher diskutieren. Da sind wir einer Meinung. Und ja, wunderbar. Wir sind ja auch auf dem Wege, ein wunderbares Paar zu werden, denke ich. Und das andere, da muss man halt dann miteinander diskutieren und schauen, was ist der bessere Weg oder der ist der versprechende Weg. Wissen tun wir es ja erst, wenn wir es umgesetzt haben. Das ist richtig. Und ansonsten bin ich voll Ihrer Meinung. Wir sind ein Traumpaar der Geschichte. Daran arbeiten. Alles Gute für Sie. Danke. Gerne. So, letzte Wortmeldung nochmal Eberhard Kamm.
Da ich ja in der Banksteuerung groß geworden bin, weiß ich ein bisschen, wie die übergeordneten Prozesse in Banken so gesteuert werden. Die Volks- und Raiffeisenbanken, die stellen ja gerade auf das Agri 21 um. Und die haben da so ihre Module, Liquiris und Ziris und wie die alle heißen. Ja. Ja, und da wird letztendlich damit gearbeitet, sodass unterm Strich ja, herauskommt, eine bestimmte Rendite herauskommt. Da wird da drauf gezielt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das ist letztendlich die Frage an Sie, dass wir mit dieser immer weiter fortschreitenden Automatisierung, gerade auch was die Renditeerzielung anbelangt, auf einem total schiefen Kurs sind. Wenn man eine Geschichte weiter zurückdenkt, zum Beispiel, als die Deutsche Reichsbank gegründet wurde, war ja 1873 dann auch gerade der Gründerkrach noch drin und da wusste man das ja. Und da war ja der Hauptfinanzierungspfad, waren ja damals der Wechselrediskont. Ja, und die Reichsbank, die Bearbeiter dort, die kannten natürlich ihre Delinquenten und die haben dann gesagt, huch, schon wieder ein Finanzwechsel vom Grupp auf den sowieso gezogen, wird nicht rediskontiert. Ja, und solche Mechanismen haben wir heute gar nicht mehr. Ich habe den Eindruck, dass bei immer mehr Banken stur darauf geguckt wird, wie sieht denn die Trendkurve in der, ja, von den Größen aus, die aus der Banksteuerung raus fallen und die, ob bestimmte Kredite vergeben werden oder nicht, wird eher daran festgemacht, als dass man sich den Einzelfall anschaut. Genau, da haben Sie vollkommen recht. Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Und auch hier sage ich wieder ganz klar und deutlich, wenn wir es nicht schaffen, das tatsächlich ans Gemeinwohl anzubinden, dann werden wir tatsächlich die nächsten Niederlagen, egal ob mit Vollgeld oder mit dem jetzigen Schiralgeld, die werden wir uns wieder einfahren. Wir brauchen wirklich eine am Gemeinwohl ausgerichtete, totale, in der Wirtschaft vorhandene Ethik. Wenn wir das nicht schaffen, natürlich macht uns dann die Elektronik noch den Rest, damit wir wirklich gegen die Wand fahren. Danke für diesen Hinweis. Okay. Dann glaube ich, sind wir am Ende angekommen. Ich fand es sehr interessant. Man merkt, Sie sind Banker, Sie kennen sich aus und das ist sehr anregend, mit Ihnen zu diskutieren, auch wenn wir nicht hundertprozentig einer Meinung sind. Und man kann ja in dieser Kürze der Zeit nie was ganz ausdiskutieren. Es geht immer darum, anzuregen, Nachdenken anzuregen. Das war heute sicherlich bei mir der Fall. Ich hoffe, bei anderen auch. Simon, vielleicht noch Hinweis auf das nächste Gespräch in einer Woche. Genau, vielleicht noch zwei Veranstaltungen. Wir haben morgen im Rahmen des Digitaltags um 18 Uhr eine Fragerunde auch mit dem Chefredakteur von BTC Echo, Sven Wagenknecht, zum Thema Digitalisierung des Geldes, CBDC, E-Euro, Kryptowährungen, wo geht die Reise hin? Auch auf der Webseite zu finden, auch ohne Anmeldung möglich. Und nächste Woche in der üblichen Reihe, die wir donnerstags immer veranstalten, ist Professor Dirk Ehens von der MMT. Zu Gast, das auch sehr vielversprechend zu werden scheint. Und ich bin auch da gespannt auf die Diskussion. Und glaube, zusammenfassend kann man heute sagen, es gibt ganz, ganz viele Schnittmengen und es ist immer spannend, die zu suchen und eher das, was verbindet. Denn ich glaube, die Motivation ist ja bei vielen die gleiche und da ist das Verbindende häufig wichtiger als das Teilende. Insofern auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Tschäger, war sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Und danke an Sie, Herr Sonnenberg und Herr Kauert, für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Dann schönen Abend allen. Tschüss. Tschüss.